Zu seiner Jahrestagung mit Fort- und Weiterbildung hatte der Landesverband für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in die Landessportschule Güstrow-Bockhorst eingeladen. Auf dem Programm des zweitägigen Treffens standen Fachvorträge von Ärzten und Sporttherapeuten. In Workshops wurden die Übungsleiter weitergebildet. Dabei reichte das Angebot der praktischen Übungen von der Herz-Lungen-Wiederbelebung mit und ohne Defibrillator über Live-Kinetik bis hin zu asiatischer Entspannung im Herzsport. Der Landesverband wirkt in Mecklenburg-Vorpommern als eingetragener Verein seit über 25 Jahren. Gegenwärtig betreut der Verein 140 Herzsportgruppen mit ca. 2100 Patienten, die sich wöchentlich treffen. Herzsportgruppen gibt es in unserer Region in Güstrow, Krakow am See, Bützow und Teterow. Wie läuft eine Herzsportstunde in der Regel ab? Also eine Übungsstunde dauert mindestens 60 Minuten. Läuft im Grunde genommen so ab, dass vor Beginn der Übungsstunde durch den anwesenden Arzt, gefragt wird, ob es akute gesundheitliche Beschwerden gibt, ob es Besonderheiten gibt, die beim Herzsport zu beachten wären. Es wird dann Blutdruck gemessen, es wird der Puls gemessen, möglicherweise auch noch Blutzucker. Und dann beginnt, nachdem das bei jedem Patienten durchgeführt wurde, der Übungsbetrieb mit einem Aufwärmprogramm, mit einem Hauptteil, in dem also die Patienten eigentlich an ihre Leistungsgrenze gebracht werden sollen. Und dann gibt es ein Abwärmprogramm und einen Entspannungsteil. Sich einer Herzsportgruppe anzuschließen, wird jedem herzkranken Patienten schon in der Reha-Klinik nahegelegt. Dabei kann man in der Gemeinschaft und unter ärztlicher Aufsicht sowie mit geschulten Übungsleitern seine Belastungen wieder allmählich verbessern und seine Leistungsgrenzen austesten.